Flagge bräuchte, damit es losgeht, ne? Ja, irgendeiner von den raren Sachen sind, kann ja als Genmod Gubbel Gubbel benutzen. Eine Art Genossen. Hallo. Hallo. Oh, Mo. Ich bin Hexe Lilyfay, okay? Okay. Ohne Witz, wo ist Vito? Hier. Der ist Vito. Ich feier dich. Wie hab ich euch das beigebracht? Ja, okay. Raubt die Bank aus. Nicht Wagen und nicht Schwestern. So. Das komm ich nicht an. Ich kann nicht reimen. Ich habe ein Frauenkleid an. So ich fühle mich wie Hexe Lilly. Heaven's California. Raben, ihr seid da. Ich komme runter und schau nach. Oh oh. Ganz fein, das macht ihr hier. Dafür spendiere ich euch nachher ein Bier. Hexe Lilly ist jetzt wieder da und benutzt seinen Zauberstab aus dem Aggregat. Fuck. Hexe Lilly hat einen Zauberstab, okay. Ihr müsst aktiver in der Bank rumlaufen. Ja, ich habe schon mal gesehen, aber komm, die kurz hier auf. Hexe Lilly ist hier und wird euch machen Fröhrchen. Hey. Ernst? Hallo. Ein, zwei Polizisten. Oh, geht mal durch, wie viel kostet das dann? Zwei. Schönen guten Tag. Hallo. Hans Goldrich, mein Name, vom TPD. Hallo Herr Goldrich, wie geht es Ihnen? Wir haben gerade den Notknopf von der Bank nutzt. Was? Sie müssen laut reden. Aber schon, alles in Ordnung ist oder nicht? Ah, hier ist nichts in Ordnung, das ist meins, die ganzen Geldreserven. Kommen jetzt alle auf mein Konto? Das ist Ihres. Ja, das ist meins. So. Ich habe meine Raben mitgebracht. Ja. Ich würde Ihnen nicht weshalb wollen Sie das, die Bank weshalb behaupten Sie denn, dass das Ihres ist? Weil ich diese Insel an mich reichen werde. Denn ich bin so, hat das eventuell was mit den Zeitungsartikeln zu tun, den Sie gerade abgeschickt haben? Das ist so richtig. Hexe Lilyfay kommt herein. Ja, dann schicken Sie ruhig. Sehr schön. Sagen Sie ihm aber unter 50 Dollar. Essen, Trinken angeben, anbieten, nein. Mein Gott. Was ist los mit euch? Ein Raben, die brauchen nichts. Ich auch nicht. Nein. Fleißig reden. Ein Rabe gewesen, der hier gerade rausgekommen ja, ist. Das ist nicht nur einer. Also, wenn das losgeht mit der Schlag und alles, dann dachte ich dann alle auf dem Boden. Wir machen den Tresor ganz schön leer. Entschuldigen Sie mich mal kurz. Selbstverständlich. Die Lilyfay ist hier und macht sich richtig ran. Die Geldreserven aus der Bank, das sind bald meine. Au! Das Land wird mein, das Land ist Leitchen, fein. Sind Sie gefesselt? Das ist schön. Ja. Die Leitstelle ist gefesselt. Das kann jetzt aber nicht sein. Oder vielleicht doch. Meine Raben sind überall. Außer das Geld fordern Sie nichts anderes, oder wie? Ja, ich will den Bürgermeister hier haben. Ich will, dass der mir das ganze Land beschreibt. Also das ganze Land wollen Sie also haben? Ja, selbstverständlich. Wie begründen Sie denn Ihren Anspruch? Meinen Anspruch? Ganz einfach. Ich bin Hexe Lilyfay. Ich schwing meinen Zauberstab. Hexe Lilyfay. Oh ja. Nicht Lilyfay gewesen? Was? Nein, deshalb sage ich doch Hexe. Sie sehen nicht aus wie eine Hexe. Sie haben eine Krone auf. Momentan sieht es aus wie eine Prostituierte vom Straßenrand. Ich weiß, ey. Aber das lassen Sie sich nicht von dem Äußeren täuschen. Das, was zählt, ist die Krone. Frag ihn mal, was er soll, ob da noch mehr kommen oder nicht. Es ist ein genug begründeter Anspruch. Dadurch, dass ich eine Krone trage. Wenn ich nach draußen, wenn das losgeht, wenn die Cops kommen. Warte noch. Ja, ist kein Problem. Codewort, so wie ich es verstanden habe. Ja, gucken Sie mal. Ich habe zwei gute Argumente. Wegen der Abstimmung kommen wir nicht mehr durch. Dann müssen wir es anders machen. Er kann da schon Nein sagen. Wollen Sie mal Motorboot fahren? Hä? Kommen Sie ruhig rein, dann können Sie mein Motorboot fahren, dann spüren Sie meine zwei guten Argumente. Ich hab sonst ein bisschen zu warm.
Also sie müssen keine Angst haben, die Raben da drinnen tun ihnen nichts. Naja, ich hab von der Angst vielleicht nicht zu sprechen, aber ich habe Vorschriften, deshalb bleibe ich jetzt mal hier stehen. Werde mir das aus einem sicheren Abstand mal betrachten erstmal, weil soweit ist mir noch nicht ganz klar, was hier genau los ist. Weil ist ja kein Problem, eine Hexe, ne? Hier mit ihren Raben, die im Prinzip zusammengefasst die Insel annektieren will, ja, richtig? Gut. So wie das ganze Geld der Bank haben will und der anderen Bürger auch, so wie ich das jetzt im Zeitungsartikel gelesen habe. Also ich kurz zusammengefasst, alle unterwerfen. Einfach alles. Alle werden sich unterwerfen. Ich habe die ersten schon in der Bank, gell? Die habe ich mit meinem betörenden Charme und meiner krüppeligen Hand, wie Sie sehen, alle unterworfen. Okay, okay. Raus, raus, wenn die da unten ihnen schon nachkommen, dann müssen sie die Bank schreien, dass sie wieder reingehen. Wenn wir es angeballert kommen. Da kommen gleich noch mehr, beziehungsweise der eine Polizist hat seinen Kollegen gerade umgebracht. In dem Anschlag. Wo ist meine Raben? Machen die alle Gummel, Gummel? Alle sind Raben. Ja. Gummel, 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 Gummel. Kann man nicht füttern? Nein. Nein. Aber ich Raben, stopp. Raben, stopp. Wieder hinein mit euch. Die sind ja sehr entspannt, weil die haben euch nicht mehr getätigt. Ja, ich glaube, die kriegen damit das so Spaß. Übertreibt's nicht und geht wieder zurück in die Bank, ne? Ach, ihr seid schon wieder drin, oder was? Die unter voller Kontrolle. Mit meinem beschörenden Schaden. Ist auf den Nachkömmling. Also, sie können die mit der Hand im Prinzip verzaubern, sozusagen. Ja, nicht nur damit. Ich kann die auch mit meinen zwei. Also sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen, ja? Mhm. Kommen an und dann mache ich mit meinen zwei guten Argumenten und meiner Hand einen Move und sie sind ganz mir verfallen. Ja. Und sie das testen, soll ich das mal mit ihnen machen? Nein, lieber nicht. Wollen ich doch Brille bestimmt auf. Auch ich hoffe, mein das, Untertan werden. Ich lasse mich nicht gerne hypnotisieren. Warum bringt ihr Kollege eigentlich ihren eigenen Kollegen um? Er hat ihm anscheinend eins mit der Absperrung über den Kopf, über den Schädel gehauen. Ja, getan. Habe. Läuft der gut? Medizinisch geht's ihnen allen gut. Den Raben und ihnen. Hundertprozentig der Items. Also kein Arzt, kein Tierarzt, besser gesagt. Nein, ich brauche keinen. Haben Sie gerade gesagt, ich soll für mal. Raben, Moment. Nicht Sie. Moment, ich gucke nach. Raben, wo seid ihr, Kinder? Der Onkel Doktor fragt, ach nee, der Onkel Doktor, der Papa da vorne fragt, ob ihr einen Onkel Doktor braucht, der euch hinten. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Geht's euch gut? Geht's gut? Das ist schön. Liebe Kinders, aber nicht verzagen, denn immer müsst ihr die Raben fragen, denen geht's gut. Denen geht's prächtig. Die brauchen keinen Arzt. Oh, dann entschuldigen Sie uns mal bitte kurz. Ja, tschüss. Los, meine Raben, kommt mal mit. Ich möchte euch wen vorstellen. Kommt, 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 kommt. Kommt, kommt, kommt. Kommt mit. Ich möchte euch wen vorstellen. Schaut mal, wer da gekommen ist. Oh ja, grüßt herzlich. Grüßt herzlich. Nein, wieder in die Bank. Meine kleinen Speziellen. Rein, rein mit euch und stellt euch auf. Grüßt herzlich unsere Nächsten. Ich mach ganz hin, Vorne bleiben. Nehmt euch in Acht. Ihr braucht Hilfe. Stellt euch draußen auf, Kinders. Wir haben Besuch. Gleich auf die zulaufen. Gleich auf die zulaufen. Roter Power Ranger! Grüner Power Ranger! Blauer Power Ranger! Gelber Power Ranger! Ich finde es schön, dass die Power Ranger zu Hilfe ein. Also, die können sie auch voll mit der Zeitarbeit informieren. Nimm alle eure Kraft! Wir müssen die Hände zum Grün! Los, meine Rabe! Auf die mitgebracht! Kommission! Go, Power Ranger! Go, Power Ranger!
Ja, dann machst du wieder rein. Power Ranger, Pfeifen geht gerade mit. Was ist das? Hier auf den Schweinhaus! Muffendächen! Go, go, Power Ranger! Hallo, Officer! Schönen guten Tag! Die Power Rangers sind zu ihren Diensten. Guten Tag! Grüße Sie! Sie nicht, sie auch. Hallo. Hallo. Schnauze. Warte mal. Ich glaube, wir haben den Tag gerettet. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Jetzt gehen wir ein Bier trinken. Also, Information nur, wir bräuchten eventuell Mediziner für die verletzten Vögel, eventuell einen Tierarzt. Und Also, das ist die Königin. Die müsst ihr festnehmen. Also von der Skala von 0 bis 10 im Punkt unerwartet war das 80. Die Hexe fest. Ich bin vom Zaubereiministerium, sie werden sind hiermit definitiv festgenommen. Ich wollte mir meinen Zauberstab wegnehmen. Nicht nur das, wenn sie... Nein, ich wollte mir meinen Zauberstab wegnehmen. Den hab Dumbledore ich rede mit die Schwester Dumbledore. Das ist die, die aus der Unterwelt die Krähen herbeigerufen haben. Die wollen die Welt an sich erreißen. Was wollen sie? Sind das Dumbledore? Sind sie jetzt in Professor? Was ist mit ihnen? Ich bin halt gerade hart verwirrt. Die Macht wird gebannt und die Leute werden entwandelt. Losfahren. Ich würde das die Mediziner müssen sich das mal angucken. Und die werden sich den Fall nehmen. Ich denke mal, das ist die beste Methode. Nehmen Sie die mit. Bringen Sie die ins Mysterium. Ja, das will ich nämlich machen. Ich würde die jetzt mitnehmen. Aber die Gewinnzelle muss auch sein. Ja. Und Ihren Kollegen und wir brauchen wahrscheinlich noch zwei. Hier ist irgendwie so komische Vögel, die reden nur... Dann haben wir noch die Power Rangers hier, was auch immer das hier soll und sein und ist und was. Sie müssen hier mal einmal kurz so das Gehirn durchsuchen. Moment, das sind Power Rangers. Hallo, ich bin's, der Power Ranger. Die Leute auf dem Boden kümmern oder die, die da stehen? Ja, alle. Die Hexe muss vernichtet werden. Das ist angeblich eine Hexe da vorne, ja. Wenn die Hexe vernichtet wird, dann blau, was machen wir aus der Unterkunft. Eine ziemlich ja, männliche Hexe. Jetzt mitnehmen, bis die ja, ich funk mal kurz die Leitstelle an, einfach nur mehr einhalten. Kommt ja, ein Zauberer, ja? Hätte ja, die Leitstelle von ja, Moment, die das Zaubereiministerium ist unterwegs. Ja, wir benötigen hier vor Ort weitere Einheiten. Und die Hexe mitnehmen. Und dann kriegt sie gerechte Strafe. Ja, wir sind vor Ort. Sie sehen schon... Wir vermuten, die Vogelgrippe ist ausgebrochen. Das sind alles versauerte Personen. Vielleicht haben sie da ein Gegenmittel. Ich weiß nicht, irgendjemand hat doch schon mal durch mal einen Ranger, da kann ich mich doch ganz ja. gut entsinnen. Kann jemand von euch die Sprache? Mein Mann. Nee. Ja, wir kümmern uns da drum. Ich denke, ich bin in der Ranghöchste. Ich würde die Leitung übernehmen. Das heißt, wenn du was hast, dann können Sie Fragen gerne mich stellen. Und Sie als diese Person normal wieder. Ja, alles, dass diese Person normal werden. Ist sie die Hexe? Auf konventionelle Art und Weise oder auf nicht konventionelle Art und Weise. Warum sie diesem Drüher zu werden, die wie gesagt, das ist mein Leben im Spiel. Ja. Ja. Wir könnten vielleicht in der Entwicklung ein paar Kabelbinder gebrauchen, aber sie sind ja noch vor Ort. Macht das was, wenn er mir ins Bein beißt? Ja, ja. Nein! Nee! Doch, wir müssen die Hexe retten! Die Hexe ist weg, die drehen durch jetzt! Deswegen muss die Hexe sterben! Ja, aber deswegen drehen die Deppen jetzt hier durch! Die Hexe muss sterben, sonst werden die nicht ruhig! Wir könnten nichts machen! Können wir auch mal alle festnehmen! Ich hab gehört, so, wir brauchen keinen Strom. Einen Moment. Ey, Typen! Aber können wir die da mal umhauen, dann können wir die festnehmen. Die Hexe muss sterben. Die ist tot. Ist sie tot? Ist das jetzt safe? Die Hexe ist tot. Aber normal muss der Zauber entfallen und zufällig das ganze Gewand und die... Ja, da muss ja alles jetzt... Hä? Ich glaub, die Hexe ist wirklich tot. Die Hexe ist tot. Was ist passiert? Die verwandeln sich wieder. Sie verwandeln sich wieder. Was zum... Was ist hier... Warum sind hier so viele Polizisten und Mediziner und warum, ich hab doch gesagt, warum sind die Power Rangers hier? Oh Gott. Oh.
Mein Kopf! Oh Gott! Oh Gott, okay. Jetzt war es vorbei! Die Polizisten und die Mediziner und wieso bin ich nackt? Oh mein Gott! Go, go, Power Ranger! Eins, Bedienung und Mediziner, Power Ranger, Rückzug! Oh, ich mal anfassen. Nein, wenn wir sie ins Gefängnis. Lass mich anfassen. Oh, okay. Was ist? Was ist hier passiert? Oh, Isoli? Die Herrschaften hier drüben waren mit der Arme alle zu mir in der Mitte. Okay. Hatten ungefähr so einen Akzent. Ja, bitte. Würden Sie bitte einmal mitkommen? Lassen Sie mich durch. Könnt ihr jetzt mal alle ruhig sein? Die Frau will was erklären. Ich will wissen, was hier passiert ist. Ich hab. Sie wären nicht unmöglich jetzt für verrückt erklären. Okay. Habe ich mir auch gedacht. Aber sie waren anscheinend unter Hypnose gesetzt worden. Ja, sie haben alle gedacht, sie wären Raben, hätten die Vollgrippe und haben ein bisschen am Rad gedreht. Nach uns? Das ist doch bescheuert, das glaube ich niemals. Demnach werden sie nun von den Medizinern behandelt und mitgenommen zu uns im Hypnose. Also, sie lügen doch. Und wir werden dann nachher die Befragung bei ihnen durchführen. Dann erklärt ihr doch mal, wieso wir nackt sind. Okay. Bewegen sie sich. Sie sagt, sie standen alle unter Hypnose. Nicht bewegen. Was gibt's doch gar nicht. Abenddate zu machen. Was hat Las Vegas auszutreten, dann hier bei der Bank, das ist natürlich nicht so schön, ne? Der Herr mit der Sportbrille? Wir würden gerne die Herrschaften erstmal aufladen. Können Sie mal bitte einmal. Ja, bitte. Bringen Sie sich doch mal bitte hier auf. Oh, okay. Ich mach fest, ja. So, passen Sie auf, glauben Sie mir, die Bebänderung kriegen Sie nicht auf. Die Haut und die Haare. Ja, nehmen Sie mich mit. Ja, doch. Wir müssen jetzt erstmal eine Nachuntersuchung mit Ihnen machen. Der Herr ist leider so angeordnet, wir müssen Sie jetzt erstmal so mitnehmen. Wir fahren aber auch zum Polizeirevier, damit Sie erstmal sicher sind. Oh, okay. Drei Stück, okay, dann nimmt ihr. Einer nimmt zwei mit. Einer nimmt zwei mit. Ich nehme einen mit. Ich habe keine Ahnung. Haben Sie mit mir gemacht? Ja. Ich habe nichts mit Ihnen gemacht. Ja, ja. Lügner. Ich habe nichts mit Ihnen gemacht. Was soll ich mit Ihnen gemacht haben? Wüsste ich auch gern. Ich bin gerade mit Ihnen gefahren, der Herr. Ja. Warten Sie mal. Ja. Wo sollen wir die einmal hinbringen? Nagel, Moment kurz. Also ich kann dir sagen, wir kümmern uns gleich sofort um sie. Wir müssen gerade nur herausfinden, wo wir sie hinbringen müssen. Oh. Ich will nicht in seine Nähe. Ganz schnell hoch. Ich kriege nicht. Oh Gott. Er hat auch schon die Lage. Wir machen es doch woanders. Gut. Also Ballern nach draußen. Ich glaube, der war zu nah an der Wand dran. Warte doch. Vorsicht. Aber wir fahren doch woanders hin. Haben wir den einen Geister im Krankenhaus? Man blutet. Helfen Sie ihm doch! Ja, dann kümmern wir mal, muss der Geister sich drum kümmern. Der, wir müssen uns doch nochmal woanders hin verlegen. Aber da haben wir auch einen Hausarzt für Sie. Hilfe! Genie? Hol mich raus! Oh Gott. Ach du Kacke. Hilfe. Das ist nicht normal. Ja, das ist wichtig. Deswegen anstelle Platz machen. Geister, ab in die 4. Was tun Sie denn mit mir? Kannst du dich dann kurz um den Herrn kümmern, weil ich tippe, der hat ein Trauma. Ich hab kein Trauma. Ich will nur hier raus. Ich lass das aushalten. So, ich klebe ihn da den Wattebausch einmal gerade fest hier und dann kann ich mal wegbringen, ja? Ja, okay, alles klar. So, was ist denn mit Ihnen los hier? Guten Tag, Geistername, hallo. Ja, und Tag hier. Vito heiße ich. Ja. Und ich will hier raus. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja. Ja. Jetzt können Sie sich an irgendwas mit Raben erinnern?
Nein, aber... Ich bin aber weg dann. Eine junge Frau, die sagte, dass ich sie mal anfassen darf. Dann hört's auf. Ja, gut. Ja. Verstehe, Moment. Ja. Ja. Keine Eile. Haben Sie auch irgendwie eine Frau angefasst oder so? Hatte ich ja gesagt, ich kann mich halt irgendwie nur an eine Frau erinnern, dann war bei mir vorbei. Also. Deswegen, also, ja. Das ist ja spannend. Es wird eventuell kontaktmäßiges irgendwie. Wieso das? Ich kam nicht zum Anfassen. Das macht mich traurig. Ja, das wird mir auch Hundebabys. Ja. Was? Ja, wir lassen Blutbild. Wir gucken, wir warten. Du weißt auf nichts hin. Danke. Alles normal. Ne, warte mal. Wir können auch. Wir machen einen Wischtest an der Hände. Ganz einfach. Hat er uns gerade Strazia-Teller-Herzchen genannt? Sie haben die Frau noch angefasst, aber können sich dann nicht mehr dran erinnern, ne? Nein. Also, zumindest erinnere ich mich da nicht daran. Darum bin ich ja so sauer. Dann wäre ich auch Hundebabys. Ja. Hundebabys, okay. Sie haben die Frau auch angefasst. Und was ist mit Hundebabys? Sie können sich noch an die Frau erinnern zumindest. Wo komme ich in das Haus, wo diese Berge sind? Wissen Sie noch, ob Sie die angefasst haben irgendwie? Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. In der 4 sind wenigstens Blumen, glaube ich. Oder so. Könnte. Alles klar. Hilfe! Was heißt blauer Hand? Dann lässt du mich auch noch mal kurz an die Hand. Ich bin doch, du weißt doch, ich bin ausgebildet im Rumstehen. Dann mach doch mal. Ja, du? Ja, das gleiche für Sie, da kann jetzt ein bisschen kitzeln. Und bereut ihr erst, dass ihr das gemacht habt? Dann lass ich das direkt auswerten, ne? Wie hat der das gemacht? Der kam durch die Wand und wieder zurück. Oh mein Gott, ich bekomme hier. Jetzt hab ich mal gerade. Ja, passen Sie auf. Also, kennen Sie den Herrn da vorne, der da im Bett liegt? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Ja. Ich sehe ihn ja gar nicht. Achso, Sie gehen. Was heißt, Sie sehen ihn nicht? Sie mich mal neben ihn. Ja, okay, ich stelle Sie mal gerade daneben. Jetzt nicht mehr. Hui. Ja. Hallo, Bettnachbar. So, guck mal, da ist einer mit Turban. Ja, kennen Sie beide? Kennen wir uns. Ja, okay. Sind Sie irgendwie in einem Verein oder befreundet oder so irgendwas? Ja, wir haben heute kennengelernt. Heute kennengelernt? Ja. Ja, mitkommen. Oh. Ständer, Achtung. Ständer. Was machen Sie da? Ja, wir werden Sie jetzt alle beide gleich mal pieksen. Eine schöne Osmosetherapie, dann kriegen Sie noch ein bisschen Gegengift und dann geht es Ihnen definitiv auch noch besser und dann haben Sie dann die Plätze da über Kontakt propertiert. Also, dann kommt ihr aus dem System. Und dann, das ist so random. Richtig. Ja. So. Ich mach das mal gerade fertig und dann irgendwann in 10 Minuten habe ich gehört, ich kriege auch noch neue Geschenke hier. Mein Gott. Hi, Doc! Scheiße, wird das heute noch was? Medic! Nein! Vito, die haben gesagt, du bleibst über Nacht hier. Tu ich nicht! Medic ist hier. Ja, sie dürfen entlasten werden. Endlich! Huch! So, was soll ich jetzt gerade noch sagen? Naja. Weiß ich nicht. Bitteschön. Oh, und dann danke. Dass sie uns rausgeholt haben. Ja. Ich wusste nicht, was mit ihnen ist. Ach nee, alles gut. Das geht nicht so. Es waren dann halt ihre Kollegen, die uns hier einfach halt mal irgendwie versauern lassen oder so, also, keine Ahnung. Ja. So, eine Scheiße. Ja. Ich wünsche Ihnen noch was. Ja,
schönen Abend. Tschüss.